Austauschen sehen. Hier ganz hinten, herzlich willkommen, Herr Nachspanni. Sie können nach vorne, es ist auch reserviert hier vorne. Sie sind extra aus Berlin gekommen, jetzt kommen Sie mal nach vorne hier nach in München. Herzlich willkommen. So bescheiden kennen wir die deutsche Hauptstadt gar nicht. Und dann freue ich mich natürlich auch noch über zwei, auch leider Gottes alte Weggefährten, aber nicht nur im Alter, sondern grundsätzlich herzlich willkommen auch Sigi Schneider und Herr Professor Ring. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Langjährig, okay. Die Ministerin ist diplomatischer und höflicher als ich, also langjährige Weggefährten, keine alten Weggefährten. Ja, wir freuen uns nicht nur über die Mitglieder des Netzrats und die Mitglieder des CSU-Netz, sondern eben auch alle Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen aus der Wirtschaft, alle Blogger, alle Netzaktiven und alle Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Ich darf jetzt als allererstes, weil das ja auch ein bisschen kopiert ist, aber kopieren ist ja in manchen Fällen ja auch was Positives. Deswegen, liebe Ilse, darf ich mal mit dir anfangen und dir so eine Bowle einschenken. Angeblich hat mir der Willi Graf versichert, schmeckt sie besser als in anderen Fernsehsendungen. Sie erfahren von hier. Und die Verbraucherschutz- und Landwirtschaftsministerin will wissen, ob das biologisch angebaute Erdbeeren aus Franken sind. Also du darfst das gleich als erstes testen. Ich bin hier hausfraulich sehr gut geeignet, bitteschön. Herr Heckmann auch. Gut. Kost mal vor und wir schauen, was passiert. Und dann gucken wir, mit welcher Rede wir dann anfangen, je nachdem, wie es euch danach geht. So. Bitte schön. Zum Wohl. Ja, Rot muss weg, deswegen Prost. Schmeckt auch. Und wer dann noch später möchte und uns begleiten möchte, bekommt natürlich auch noch ein Glas, selbstverständlich. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Teilnehmer auch von zu Hause, egal ob Sie am PC sitzen, an irgendeinem Mac, an irgendeinem mobilen Endgerät, ganz herzlich willkommen beim dritten Netzkongress. Ich habe es vorhin schon angesprochen, für uns ist es kein Neuland. Wir sind sehr gerne heute hier und freuen uns, dass wir auch nach dieser Hitzewoche hier diesen Weg gemeinsam beschreiten können, ob hier physisch, ob digital. Und ich bin mir auch sicher, dass es wieder spannende Gespräche werden, weil wir eben neben Ilse Aigner und Professor Heckmann die ganzen Experten hier uns gegenüber sitzen haben, Sie, die Sie alle hier interessiert sind, die Sie hier mitmachen möchten. Deswegen bieten wir Ihnen wie jedes Jahr ein, bringen Sie sich ein, diskutieren Sie mit. Und ich möchte noch ein paar organisatorische Hinweise zu Beginn geben. Zum einen, der Hashtag ist CSUNK3. Dann haben wir einen Netzreporter, ist wahrscheinlich die elegantere Formulierung für das, was sich allgemeinhin als Twitter-Tussi durchgesetzt hat. Unsere Twitter-Tussi ist der Michi Bernhard, der sitzt hier nebenan als Twitter-Opa oder als Netzreporter. Und er ist zu finden, wer ihn auf Twitter sucht, @rhodan59, R-H-O-A-D-A-N 59. Die 59 hat bestimmt nichts mit dem Alter zu tun, sondern, oh. Ja, ich dachte, du wohnst an der B-59 und deswegen sitzt er dort im Lehnsessel und wird uns auf dem Laufenden halten und wir werden ab und zu ihm rüberschalten und schauen, was sich im Netz so parallel abspielt. Wir werden die Diskussion nach den Beiträgen von Ilse Aigner und Dirk Heckmann und nach meiner Begrüßung in der neuen Form führen, nach dem sogenannten Fishbowl-Prinzip für diejenigen, die das nicht kennen. Das heißt, hier auf der Bühne ist ein leerer Stuhl. Wer später eine Frage hat, kommt bitte auf die Bühne und darf dann so lange Fragen stellen, bis er quasi abgeklatscht wird, bis er runtergejagt wird, bis der nächste Gast drankommt. Und der nimmt dann dazu ein Handmikro, das zur Verfügung steht. Und wer von zu Hause aus das machen möchte und nur virtuell auf dem Stuhl Platz nehmen kann, der soll bitte die Fragen unter dem Hashtag twittern und der Michi Bernhard wird sie dann vorlesen, natürlich so zensiert, dass da nichts, ne, Schlimmes bei rüberkommt. Also du suchst schon genau die ganzen Lobeshymnen aus, die auf die CSU dann gehalten werden, wie wir das immer so machen. Dann haben wir überall Schilder verteilt, den Favstar, ein Hach, ein I like und ein Herzchen. Wäre auch nett, wenn die benutzt werden. Und das Nette an unserem Wohnzimmergespräch ist, wir machen danach auch noch ein Netzkränzchen mit Bowle und Brause, weil wir uns danach auch noch etwas miteinander austauschen wollen und vielleicht ja auch die Diskussion fortsetzen können. Also wäre mein Rat heute, nicht sofort danach fluchtartig den Saal zu verlassen, sondern noch ein bisschen hier zu bleiben, miteinander ins Gespräch zu kommen, würde ich mich freuen. Also jetzt an alle, genießen Sie den Kongress, diskutieren Sie mit uns und ich möchte einfach mal kurz aufzeigen, was sich in dem letzten Jahr vielleicht so getan hat, warum sich die CSU der Netzpolitik annimmt
Und was wir eigentlich uns überlegt hatten nach den ersten beiden Kongressen, die wir hatten, worauf wir heuer speziell Wert legen wollen. Wir versammeln uns, wie gesagt, zum dritten Mal heuer hier, das heißt zum dritten Mal auch mit einem eigenen Kongress. Und natürlich hat das Thema eine immer größere Bedeutung, eine Faszination, eine Begeisterung. Bedenken sind etwas weniger geworden, die gewisse Angst vor dem Unbekannten ist auch nicht mehr so da wie vielleicht noch vor einigen Jahren. Deswegen haben wir in diesen vergangenen 3 Jahren, wenn man das mal Revue passieren lässt, Parteien aufstreben sehen, wieder absterben sehen. Wir haben Themen aufkommen sehen, wieder abflauen sehen. Wir haben viele Gesetze diskutiert, beschlossen oder abgelehnt und haben eben in den vergangenen 3 Jahren sehr viele Freiheitskämpfe erlebt, Verzweiflungstaten, Vorverurteilungen, Heilsbotschaften, Verletzungen, Rücktritte, Hypes, Fails, Aufschreie, Harlem Shakes, Gangnam Styles, wunderbar originelle Liebeserklärungen und zur Schau gestellte weinende Kinder. Wir haben in den vergangenen 3 Jahren viele Keynotes bestaunt, wir haben Visionäre sterben sehen, wir haben Bombenanschläge in Echtzeit verfolgt, Präsidenten bejubelt, die wir kurze Zeit später wieder in bestürzter Ratlosigkeit kritisieren mussten. Wir haben Fußballstars besungen, nicht nur Thomas Müller, Musikwettbewerbe kommentiert, uns gegen Sexismus gewehrt, Drosseln gejagt, Trojaner besiegt, neue Suchten entdeckt, einen neuen Papst gefeiert, lustige Hirnforscher gehört und viele, viele Kilometer Kabel verlegt. Wir haben kommuniziert, als gäbe es kein Morgen mehr. Das haben wir alles aus einem Grund getan, weil wir es können. Und vieles von dem, was ich aufgezählt habe, konnten wir vor 10 oder 20 Jahren auch schon. Das konnten wir schon, aber wir haben es anders gemacht. Und die Zeiten ändern sich, Binsenweisheiten nicht. Aber unsere Urgroßeltern sind mit Kutschen gefahren, unsere Eltern mit Autos. Und als ich noch klein war, waren lustige graue Kästen toll, auf denen ein Klempner zu komischer Musik durch die Welt und auf Schildkröten und Pilzen rumgesprungen ist. Aber was wir nicht erahnen konnten in den letzten Jahren war, dass sich die Zeiten so grundlegend, so allumfassend geändert haben und diese Schnelligkeit und diese kaum abzuschätzende Folgenschwere, die ist durchaus neu oder kommt uns zumindest einmalig vor und deswegen ist auch ein gewisser Grad von Emotionalität und Aufgeregtheit angebracht. Und deswegen meine ich nicht nur uns hier und nicht nur meine Partei, damit meine ich die gesamte Gesellschaft. Alle Politikerinnen und Politiker, alle Journalistinnen und Journalisten, alle Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen wurde in den letzten Jahren sehr häufig die Frage gestellt, was passiert hier eigentlich? Und manche haben dabei nach möglichst einfachen Antworten gesucht und haben es sich zu einfach gemacht. Manche haben dazu die Antworten genommen, die sie schon vor der Digitalisierung für richtig gehalten haben. Manche haben in ihren alten Jura-Lexika nachgesehen und haben gemeint, dort alle richtigen oder die einzig wahren Lösungen finden zu können. Und manche haben einfach irgendwas geantwortet, ohne auch nur den Sinn der Frage verstanden zu haben. Natürlich ist es so, dass es einen durchaus hohen Unterhaltungswert hatte. Es war bisweilen auch erschütternd und manchmal auch peinlich. Und wenn wir später einmal, und das sollte das heute hier verkörpern, dieser Brückenschlag zwischen, ja, früher haben wir gesagt Laptop und Lederhose, jetzt sagt man vielleicht andere Begrifflichkeiten dazu, aber wir wollten in unserem Wohnzimmer symbolisieren, dass es eben noch viele dieser Wohnzimmer gibt, aber dass eben eine neue Digitalisierung Einzug gehalten hat. Aber wenn wir später mal in unseren Wohnzimmern sitzen und älter sind und unseren Enkeln Geschichten erzählen wollen, die sie nicht hören wollen, dann werden wir sagen, das war damals eine denkwürdige Zeit, eine merkwürdige Zeit, aber spannend war sie allemal. Aber zurück aus der Zukunft, letztlich glaube ich, haben wir die Bestandsaufnahme, zumindest was die grundsätzlichen Dinge angeht, erstmal abgeschlossen. Und jetzt stellt sich die nächste Frage, von der ich glaube, dass uns deren Beantwortung keine weiteren 3 Jahre kosten darf. Und die Frage ist so einfach formuliert wie komplex und geradezu unverschämt. Nachdem wir nun alle akzeptiert haben, nachdem wir, und ich darf an letztes Jahr erinnern, wir hatten hier Edmund Stoiber, der an dieser Stelle im letzten Jahr betont hat, dass die vermutlich größte Revolution nach der Industrialisierung, dass wir die gerade hinter uns haben bzw. gerade erleben, müssen wir uns alle fragen, und nun? Und nun ist deswegen eine so wichtige Frage für mich, weil sie bedeutet, was machen wir jetzt damit und wann und durch wen? Was bedeutet es nun konkret, wenn wir sagen, wir möchten neue Gesetze, die sich mehr nach dem Prinzip Fair Use als nach einem Prinzip, das haben wir aber schon immer so gemacht, richten? Und ich sage ganz klar, es bedeutet nicht, dass wir so lange drumherum diskutieren, bis am Ende alle weniger Bescheid wissen als vorher. Und es bedeutet auch nicht, dass wir die Menschen auf Twitter, auf Facebook in einem lieblos aufgesetzten Forum einfach mal ordentlich diskutieren lassen,
sie aber am runden Tisch außen vor lassen, nach dem Motto, mitkommentieren dürft ihr schon, mitdiskutieren auch, aber mitentscheiden noch lange nicht. Und es bedeutet auch nicht, dass wir einen Leitfaden nach dem anderen herausgeben, eine Podiumsdiskussion an die nächste reihen und unsere Presseerklärungen zu den Folgen der Ubiquität des Internets nicht mehr nur an die Redaktionen faxen, sondern auch auf unsere Facebook-Seiten posten. Weil uns klar sein muss, dass es irgendwann nicht mehr automatisch cool und fortschrittlich ist, wenn man auch in sogenannten Social Media kommuniziert, weil Hauptsache dabei vielleicht ein olympischer Gedanke ist, aber nicht die Basis für echten Erfolg ist. Und was wir momentan erleben, erinnert mich manchmal auch ein bisschen an eine Art, ja, wie soll ich sagen, digitale Pubertät. Man sucht sich selbst, man sucht seine Stellung in der Welt, die einem doch irgendwie manchmal fremd vorkommt. Es ist mir gestern wieder aufgefallen, wenn jemand, der eben noch nie einen einzigen Tweet abgesetzt hat, aber dann aus dem Zusammenhang herausgerissen auch einzelne Tweets vorliest und doch nicht weiß, was er damit anfangen soll. Vieles wird ausprobiert. Man möchte dabei irgendwie laut und anders sein und dennoch weiß man nicht, mit welchem endgültigen Ziel. Und dabei gibt es dann immer wieder diejenigen, die einen bremsen wollen, weil sie glauben, ihr Weg sei der einzig richtige. Ein Weg der vermeintlichen Vernunft, verbunden mit einer manchmal etwas altmodischen Skepsis, neuem und ungewöhnlichem gegenüber. Und auch wenn es dabei immer wieder schon fast zu dramatischen Zusammenstößen und Zerwürfnissen kommt, braucht eine Gesellschaft im Großen wie im Kleinen genau diese beiden Pole, um sich weiterzuentwickeln. Und deswegen sagen wir, wir brauchen eine funktionierende digitale Gesellschaft, eine Gesellschaft, zu der sich alle Menschen zugehörig fühlen können. Und deswegen habe ich heute auch mehrfach den Begriff Neuland erwähnt, weil natürlich genau das der Punkt ist, den Edmund Stoiber versucht hat, im letzten Jahr klarzumachen, nämlich zu sagen, sich nicht über diejenigen zu erheben, die noch nicht mitgenommen werden können, die vielleicht noch nicht so weit sind wie alle anderen, also nicht feixend am Wegesrand zu stehen und auf diejenigen zu schauen, die es nicht können, sondern Vermittler zu sein, Brückenschlager zu sein. Und ich sehe es als unseren Auftrag, dieses Gleichgewicht herzustellen. Und wir haben nach diesem und nun noch zwei Folgefragen, deren Beantwortung automatisch auch diese Grundfrage klären kann. Nämlich einmal, ist das Internet heute ein Grundrecht und gleich zu behandeln wie Strom und fließend Wasser? Und was genau ist unsere, was genau ist die Netzpolitik der CSU? Bei der Frage 1, ist es ein Grundrecht und gleich zu behandeln wie Strom und Wasser, lautet die Antwort ja. Das Internet ist ein Grundrecht. Und was passiert, wenn einem dieses Grundrecht verwehrt wird, zeigt sich derzeit beispielsweise in der Türkei, wo Menschen in ihrer Freiheit, oder man muss besser sagen, in ihrem mutigen Streben nach Freiheit, massiv behindert und bedroht werden und in dem versucht wird, Kommunikation staatlich zu steuern. Vor kurzem haben der ehemalige CEO und der heutige Executive Chairman von Google, Eric Schmidt, und der ehemalige Berater der amerikanischen Außenministerin Hillary Clinton ein fantastisches Buch veröffentlicht, das den Titel »Die Vernetzung der Welt« trägt und in dem sie zeigen, wie wichtig das Internet für den Aufbau einer Gesellschaft heutzutage ist. Weil wir Bildungsangebote, Kommunikation, den Aufbau einer wirtschaftlichen Infrastruktur, medizinische Versorgung und politische Teilhabe und die Heranführung an demokratische Prozesse haben. Weil das heute für uns selbstverständlich ist und unverzichtbar geworden ist, auch um Krisenregionen zu stabilisieren, und um die Menschen dort in eine bessere Zukunft zu führen. Und es zeigt auch ganz besonders, dass wir bisweilen den immensen globalen Effekt der Digitalisierung vergessen, wenn wir darüber sprechen, wie das Internet unseren Alltag verändert hat. Und bevor man sich das nächste Mal darüber beschwert, und es gibt leider auch im Jahr 2000 immer noch viele, die diese Beschwerden führen, nämlich dass es in diesem bösen Internet nur Raubkopierer gibt, Katzenliebhaber oder überdreht tanzende Menschen, dann muss man sich vielleicht mal überlegen, was es für ein Entwicklungsland bedeutet, wenn es die vielen Möglichkeiten der Kommunikation nicht zur Verfügung hätte, die für uns so selbstverständlich geworden sind, dass sie manche schon wieder wegmarginalisieren möchten. Weil diese Vernetzung der Welt gerade geschieht und auch für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer entsprechenden technischen Infrastruktur, die steht ganz oben auf der Agenda der Aufbauhilfe gerade in Krisengebieten. Und es ist ja auch spannend, auch im Bundestag zu sehen, dass einer der Ausschüsse, die sich am meisten damit beschäftigen, auch ein Ausschuss ist, wie zum Beispiel der Ausschuss für Entwicklungshilfepolitik. Und wenn ich jetzt sagen soll, was unsere Netzpolitik ausmacht, dann kann man zunächst mal sagen, dass natürlich Politik nicht alles beantworten kann, nicht alles regeln kann, weil wohin das führen könnte, wenn der Anspruch da wäre, der Anspruch, gesellschaftliche Entwicklungen zu kontrollieren und zu steuern, dann haben wir das oft genug erlebt und leider erleben wir es noch immer täglich an vielen Orten dieser Welt.
weil noch viele Fragen da sind und weil die auch nicht ohne weiteres beantwortet werden können, weil der Weg in eine digitale Gesellschaft kein rein politischer ist und auch, wie ich es anfangs gesagt habe, kein rein juristischer, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Weg. Wir können als Parlamente Werkzeuge liefern, wir können versuchen, den Graben zwischen Skeptikern und Begeisterten zuzuschütten, aber der Sand muss von den Menschen kommen, die auf beiden Seiten dieses Grabens leben. Politik kann und muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, zum Beispiel im Datenschutz. Denn wenn die Netzpolitik das Querschnittsthema allen politischen Diskurses ist, dann ist das Datenschutz das Querschnittsthema der Netzpolitik. Und da ist es ganz egal, ob wir von neuen Kommunikationsformen, von Social Media, von Open Government, von Bürgerbeteiligung allgemein, ob wir über Online-Gaming reden, über Online-Shopping. Da geht es immer nur um die Frage, was geschieht mit meinen Daten? Und da ist ganz klar, meine Daten gehören mir. Und diese Rahmenbedingungen dafür festzulegen, dass die Nutzer wissen, was mit ihren Daten passiert und dass sie möglichst weitgehend darüber entscheiden können, was damit passieren oder eben nicht passieren darf, das ist die Aufgabe der Politik. Weil Rahmenbedingungen schaffen, heißt auf der anderen Seite nicht Protektionismus, weil ein unverhältnismäßiger vom Gesetzgeber auferlegter Datenschutz wieder bedeuten würde, dass ein freier Bürger in einer freien digitalen Gesellschaft auch viele Angebote nicht mehr wahrnehmen könnte. Weil wenn wir einmal in Autos sitzen, die wir nicht mehr selbst steuern müssen, wenn wir ein Ampelsystem haben möchten, das sich der Verkehrslage anpasst, dann können wir auf der anderen Seite nicht verlangen, dass damit keinerlei Datenaustausch verbunden ist. Aber ich glaube nicht, dass wir ein Ende der Privatsphäre akzeptieren müssen, aber vielleicht müssen wir uns dran machen, den Begriff Privatsphäre neu zu definieren und dazu lade ich Sie auch alle ein, darüber nachzudenken. Ich habe es gesagt, wir können nicht alles regeln und es ist auch manchmal schwierig, wenn immer sofort nach dem Gesetzgeber gerufen wird. Wenn wir das Gefühl haben, dass Geschäftsmodelle nicht mehr zeitgemäß sind, dann sollte nicht gelten, wer schreit am lautesten und wer die größte und wer die aggressivste Fankurve, sondern es muss gelten, wer die besten Ideen und die fortschrittlichsten Konzepte unter den neuen Gegebenheiten zu bestehen. Und wir können natürlich als Politik vor Ungerechtigkeit schützen, aber die Verantwortung für das eigene Handeln der User übernehmen können wir nicht. Und es gilt natürlich auch für alle Bürgerinnen und Bürger. Es gehört schon ein gesundes Maß, und es sieht zumindest die CSU so, ein gesundes Maß an Eigenverantwortung dazu, auch Teil dieser digitalen Gesellschaft zu sein, weil ich wissen muss, was ich tue. Ich muss auch als Elternteil wissen und vor allem verstehen, was meine Kinder tun, um dann mit ihnen darüber sprechen zu können. Das ist genauso, wie wenn ich meinen Kindern Lesen beibringe, mit ihnen ein Buch lese, dann erkundige ich mich auch, welche Bücher geeignet sind und wie die Lesekompetenz am besten vermittelt werden kann. Aber wenn der gleiche Elternteil eben versucht, Facebook, Twitter, neue Medien zu erklären, dann stößt man eben oft an seine Grenzen. Und das gilt auch für die Lehrerinnen und Lehrer in unserem Land, weil es natürlich schon den einen oder anderen gibt, der meint, wenn ich Social Media aus dem Unterricht raushalte, dann schaffe ich sie auch aus der Welt. Und diejenigen, die sagen, Facebook, Twitter und Co. hätten nichts im Klassenzimmer verloren, denen kann man nur ganz, ganz leise zuflüstern, sie sind aber schon da. Und ob sie es wollen oder nicht und ob sie es verbieten oder nicht. Genauso gut könnte ich fordern, gesetzlich festzulegen, dass es ab dem 1. März verboten ist, dass es in Deutschland schneit. Das wäre genau der gleiche Unsinn und deshalb fordere ich seit längerem auch, dass wir unsere Gesetze einem Digitalisierungscheck unterziehen. Und weil ich glaube, dass es ohne diesen gründlichen Check, ohne diese tiefgehende Überprüfung durch alle Betroffenen nicht mehr geht, habe ich auch gegen ein Gesetz wie das Leistungsschutzrecht gestimmt. Weil die inhaltliche Debatte dazu, die wir im Winter ausführlich geführt haben, das möchte ich heute gar nicht mehr wiederholen, woran man aber sieht an diesem Beispiel, dass alte Schablonen eben nicht mehr ohne weiteres auf das heutige Papier passen und die meisten von Ihnen werden heute ja auch die Konsequenz mitbekommen haben, die Google aus diesem zum 1. August kommenden Leistungsschutzrecht gezogen hat. Wir sind nicht alle in einem Konferenzraum hinter verschlossenen Türen und diskutieren da, sondern wir sind auch, was diese Thematik betrifft, gleichsam dauernd in einem öffentlichen Hangout, in einer für alle sichtbaren Videokonferenz, in der jeder sein Mitspracherecht wahrnehmen kann. Das bedeutet natürlich nicht, und solche Argumente kommen ja dann immer von den berühmten Skeptikern, dass Gesetze in Zukunft durch Crowdsourcing, durch Online-Umfragen beschlossen werden, dass wir quasi gar keine Politiker mehr bräuchten, sondern dass es eigentlich nur notwendig ist, dass jeder immer und überall seine Meinung überall kundtut und das wird dann Common Sense. Natürlich bedarf es auch weiterhin demokratisch gewählter Entscheidungsträger. Natürlich werden die Parlamente nicht durch Chats und durch Foren ersetzt. Ganz im Gegenteil. Die Volksvertreter werden in ihrer Arbeit vielmehr bestärkt,
in dem sich der Diskussionshorizont erweitert und Argumente von allen Seiten der Gesellschaft an sie herangezogen werden. Und ich verstehe nicht, warum man den normalen Stammtisch gut findet und bei dem digitalen Stammtisch manchmal noch seine Probleme hat. Ich bin mir auch sicher, wenn sich Menschen gut vertreten fühlen, dann sind sie auch mit den Entscheidungen zufriedener und vertrauen auch wesentlich mehr auch auf unsere Demokratie, weil es eben den meisten nicht mehr reicht, nur alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre irgendwie an der Demokratie teilhaben zu dürfen. Und ich stelle schon fest, gerade aus einem Wahlkreis kommend, der vor gut 20 Jahren eben noch Schluss gemacht hat an einer Grenze, dass es auch unsere Aufgabe ist, immer wieder dafür zu werben, auch für unsere Demokratie zu werben. Und ich bin mir ganz sicher, dass da die neuen Medien auch eine ganz große Chance bieten. Und deswegen müssen wir diese Digitalisierung positiv nutzen. Natürlich kann man jetzt sagen, vielleicht wird es heute auch noch Thema, wie sollen die gerade in solchen ländlichen Wahlkreisen an der Demokratie teilnehmen, wenn irgendwie vielleicht die technischen Voraussetzungen nicht so gegeben sind. Aber das ist ein anderes Thema. Wir müssen grundsätzlich die Kommunikation mit Verwaltungen und Ämtern vereinfachen und standardisieren. Hier haben wir auch schon vor 2 Jahren über diese Punkte gesprochen, wie Open Government, E-Government. Und warum sollen die Bürgerinnen und Bürger nicht von allen Daten profitieren, die die Verwaltungen und Behörden ohnehin schon erhoben haben und dies auch noch mit ihrem Steuergeld? Natürlich jetzt nicht alle personenbezogenen Daten, aber ganz bestimmte Geodaten, Informationen, die überhaupt schon da sind und für die es auch keine plausible Erklärung gibt, warum die der Bevölkerung vorenthalten werden sollten. Wir wollen eine größere Bürgerbeteiligung und wir wollen natürlich Handlungsempfehlungen für Politik und Gesellschaft formulieren. Und wir werden nicht fertig damit, die kommenden noch ungelösten Aufgaben zu definieren und auch Forderungen nicht nur an uns selbst zu stellen, sondern auch an Wirtschaft und Gesellschaft. Und deswegen noch eine weitere konkrete Empfehlung. Ein Ergebnis der Arbeit der Enquete-Kommission im Bundestag war die Einrichtung eines ständigen Ausschusses im Deutschen Bundestag für Internet und digitale Gesellschaft. Ich schließe mich persönlich der Forderung mit aller Vehemenz an, aber es reicht natürlich nicht alleine, sondern es geht um die grundsätzlichen Weichenstellungen. Und genau deswegen ist es für mich auch wichtig, dass es im nächsten Kabinett, hoffentlich selbstverständlich von wieder einer Bundeskanzlerin Angela Merkel, einen zentralen Ansprechpartner auch gibt für diese Herkulesaufgaben. Und deswegen sagen wir, wir brauchen einen Internetminister. Ich weiß, dass es für diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch fraktionsübergreifend, fast mit allen, da die gleiche Meinung gibt. Ich weiß aber natürlich auch, dass es da noch viele Skeptiker gibt, die sich erst recht durch die Enquete-Kommission bestätigt gesehen haben, dass man sowas nicht braucht. Ich bin mir aber ganz sicher, dass man so jemanden mehr denn je braucht. Wir brauchen jemanden, der bündelt, der koordiniert, sich mit anderen Ressorts abstimmt, zusammenführt, Aufgaben verteilt, den Überblick behält, Ansprechpartner ist und Argumente gut ordnet, der eine Vertretung nach außen hat, und zwar eine Vertretung nicht nur nach außen, in alle anderen Ministerien hinein, sondern natürlich auch eine Vertretung in alle 16 Bundesländer und eine Vertretung im europäischen Bereich und vielleicht auch für multilaterale und bilaterale Abkommen auch weltweit. Und jemand, der auch eine Durchsetzungskraft und eine Durchschlagkraft hat, weil einfach nur ein Titel ohne Mittel auch nichts bringt. Und sobald diese Person ernannt ist, verspreche ich schon, am Tag der Ernennung geht eine Einladung zum 4. Netzkongress der CSU raus. Wir haben also eine Digitalisierung, die wirkt nicht nur in die Parlamente, sondern auch in die Ministerien, in die Gerichtshöfe, in Verwaltungsgebäude und sie wirkt in unser unmittelbares Umfeld, nämlich auch hier in unser Wohnzimmer. Manche wehren sich und versuchen, das betroffene Zimmer abzusperren. Das schaffen sie heute hier nicht. Und manche sehen die Stärke des Neuen und wissen auch um dessen Schwächen. Aber ich glaube, dass wir es hinbekommen können, unser Haus gemeinsam besser zu machen, wohnlicher zu machen, schöner zu machen, um sich noch besser zu Hause zu fühlen. Und ich würde mich freuen, wenn jeder Einzelne und jeder Einzelne hilft, dieses Haus zu bauen, aber eben dieses Haus gemeinsam zu bauen. Dazu lade ich Sie ein. Und dazu sage ich jetzt schon mal ganz herzlichen Dank.